Hier vor uns steht der Torwart des FC Heisenrad, der A-Jugend, und ihr seid der Meister geworden. Ich würde sagen, du stellst dich erstmal vor. Ich bin Telmo Leipzig. Ich bin 17 Jahre alt und ich spiele seit 2014 für den FC Heisenrad. So, Telvin, wie lief denn die Saison im Großen und Ganzen? Es war eine geile Saison mit der Mannschaft. Wir sind Meister geworden, weil wir einfach nicht nur ein Team waren, sondern wir sind Freunde und wir sind alles, nicht nur ein Team. Ich denke mal, jeder hat jeden respektiert. Wir haben alle miteinander unseren Spaß gehabt und das hat man auch gesehen auf dem Platz und neben dem Platz. Was war so das persönliche Highlight für dich? Das Spiel am zweiten Spieltag gegen Ginnheim, als wir 2-1 gewonnen haben in der Nachspielzeit. Und da hat man auch halt gesehen, dass wir Freunde untereinander sind, dass wir uns alle untereinander kennen, weil da ist jeder auf jeden draufgesprungen, also auf eine Person speziell dann halt. Und es war einfach geil. Und wie wichtig waren die Trainer für dich? Die Trainer sind für mich sehr wichtig gewesen, weil wir lernen von ihnen. Die erklären uns, wenn wir Fehler machen. Jeder macht Fehler, das wissen wir, das passiert. Und wenn man Fragen hat, dann kann man die halt fragen und da macht man es halt im nächsten Spiel besser und dadurch sind wir alle besser geworden, wir sind stärker geworden und wir haben die wichtigen Spiele gewonnen und wir haben nur ein Spiel verloren und das hat uns halt gezeigt, dass wir ein geiles Team sind und nicht nur Team, sondern auch Freunde. Super, Glückwunsch zur Meisterschaft. Danke.